Der Schwarzwald. Seit jeher ein Idyll für Ruhesuchende und ein wahrer Genuss für Naturliebhaber. Der Schwarzwald ist aber auch bekannt für Tradition und Handwerk, für Erfindungen und Innovationen. Für Thomas Weißer, Geschäftsführer des traditionsreichen Familienunternehmens Haus der 1000 Uhren, bedeutet der Schwarzwald schlichtweg Heimat. Tja, der Schwarzwald ist einfach schön. Hier wurde ich geboren, hier bin ich aufgewachsen. Hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Ich bin Schwarzwälder, ich bin zutiefst heimatverbunden. Ich fühle mich dieser Region, dieser Gegend verpflichtet. Und hier in dieser schönen Natur, das ist ein Ort der Entspannung, der Ruhe, der Erholung und der Inspiration für mich. Kunden aus der ganzen Welt kaufen Kuckucksuhren im Haus der 1000 Uhren und holen sich damit ein Stück Heimatgefühl, Beständigkeit und Tradition nach Hause in ihre Wohnzimmer. Dieses Heimatgefühl kennt Thomas Weißer nur zu gut. Dem Schwarzwald und insbesondere seiner Heimatgemeinde Triberg ist er stets treu geblieben. So wie die Bäume im Schwarzwald verwurzelt sind, so bin ich als Mensch hier im Schwarzwald verwurzelt. Hier finde ich Ruhe, hier finde ich meine Kraft und vor allem meine Inspiration und meine Ideen. Hier kann ich die Visionen entwickeln, die ich dann in meinem geschäftlichen Leben im Haus der 1000 Uhren umsetzen und anwenden kann. Eine dieser Visionen ist in dem breit gefächerten Uhrensortiment, das das Haus der 1000 Uhren zu bieten hat, das Highlight schlechthin. Bei dieser Uhr trifft die hohe Kunst der Schnitzerei auf 24 karätiges Gold und hunderte Original-Swarovski-Steine. Schmuckstück und Attraktion zugleich. Tja, die wohl exklusivste Kuckucksuhr haben wir seit Juni bei uns im Geschäft. Sie wurde nach unseren Vorgaben gefertigt. 6 Monate Arbeit waren dazu notwendig von einem einheimischen Schnitzer, Samuel Kammerer. Dieser brauchte 215 Stunden, alleine nur für das ganze Schnitzwerk. Die Uhr besticht durch 617 Swarovski-Steine. Wir sind sehr stolz, dass diese tolle Uhr schon sehr viele Kunden und Fans in aller Welt begeistert hat. Das Haus der 1000 Uhren. Der Name ist hier definitiv Programm. Doch das Haus der 1000 Uhren besticht nicht nur durch die Quantität und Einzigartigkeit seiner Produkte, sondern auch durch die überaus große Palette unterschiedlichster Modelle. Von der traditionellen Kuckucksuhr bis hin zur stylischen My Birdie. Die Schwarzwälder Kuckucksuhr ist ja nicht nur ein reines Zeitmesser. Ich liebe an der Schwarzwälder Kuckucksuhr vor allem deren Vielfalt, deren Handwerkskunst, die Liebe zum Detail, die da drin steckt. Jede Schwarzwälder Kuckucksuhr spiegelt einen gewissen Bereich aus dem Leben der Schwarzwälder, der Natur, der Umgebung, der Tradition. Und ich denke, das wurde über Jahre hindurch beibehalten und lebt heute und ich denke auch morgen in der Zukunft noch fort. Nicht nur durch die große Produktpalette hebt sich das Haus der 1000 Uhren deutlich von anderen Unternehmen ab. Auch Internationalität ist hier ein großes Thema. Kunden aus aller Herren Länder entdeckten das Haus der 1000 Uhren immer wieder für sich. Entsprechend dazu ist man auch im Kundenservice passend aufgestellt. Das ist die Pili aus Spanien, eine von unseren 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus 8 verschiedenen Nationen kommen, 12 verschiedene Sprachen sprechen. Denn es ist jeden Tag uns und auch unser Mitarbeiterteam ein hohes Ziel und Maß, den Wünschen unserer internationalen Kunden gerecht zu werden. Und dazu arbeitet man im Haus der 1000 Uhren nicht zuletzt mit modernsten Managementmethoden. Die Betriebsabläufe sind genauestens strukturiert und organisiert. Ja, auch wenn die Schwarzwälder Kuckucksuhr ein sehr traditionelles Produkt darstellt, so ist das Haus der 1000 Uhren heute ein modern geführter Betrieb. Unsere Betriebsabläufe werden konstant optimiert, wir sind zielgerichtet, durchstrukturiert und das Ganze vom Verkauf, Verwaltung, Marketing oder eben hier in der Versandabteilung bis hin zum Onlinehandel. Denn Kundenzufriedenheit
und Kundenbegeisterung ist unsere oberste Zielsetzung. Das Haus der 1000 Uhren entwickelte sich in seiner über 130-jährigen Geschichte so zu einem einzigartigen Familienunternehmen, das Thomas Weißer nun in der 5. Generation führt. Der Erfolg des Haus der 1000 Uhren liegt mit Sicherheit darin, dass wir ein Produkt verkaufen, die Schwarzwälder Kuckucksuhr, die im Schwarzwald tief verwurzelt ist, mit der wir uns tief verwurzelt fühlen und deren Tradition, Handwerkskunst und Heimatgefühl, das sicherlich mit der Uhr verbunden ist, hier im Haus der 1000 Uhr in besonderer Art und Weise pflegen und auch an die nächsten Generationen übergeben wollen. Begonnen hatte alles im Jahr 1881 in einer kleinen Werkstatt im beschaulichen Schwarzwalddorf Gremmelsbach. Der selbstständige Uhrenkastenschreiner August Weißer, der Ururgroßvater von Thomas Weißer, zog mit seiner Familie in den kleinen Ortsteil Triebergs und begann mit der Herstellung von Schwarzwälder Uhrenkästen. In dieser historischen Werkstatt unserer Familie sieht man noch ganz deutlich das uralte Gemäuer, wo die Leute damals gearbeitet haben. Darin befindet sich jetzt noch bis zum heutigen Tag die alte Kreissäge, ein alter Schleifstein, angetrieben durch die Wasserkraft der Gutach damals und natürlich die alte Schnitzerbank. Und hier wurden dann die ersten Uhrenkästen hergestellt und die ersten Schnitzereien angefertigt. In den 1930er Jahren wurden dann das Musterzimmer und der Verkaufsraum für die fertigen Uhren vom Dachgeschoss der Schreinerei in ein Nebengebäude der Uhrenkastenfabrik verlegt. Dies war für die Kundschaft besser zugänglich. Hinzu kamen dann schnell Reiseandenken und ein Uhrenversandhandel. Der Produktionszweig trat nach dem Zweiten Weltkrieg etwas in den Hintergrund, da sämtliche Produktionsanlagen weitgehend vernichtet waren. Ende der 60er Jahre haben mein Vater und meine Mutter damit begonnen, das Haus der 1000 Uhren, so wie wir es heute sehen, aufzubauen. Dazu haben sie das Stammhaus der Familie Weißer in ein Einzelhandelsgeschäft verwandelt und mehrere Gebäudeobjekte in Triberg hinzugekauft und diese ebenfalls in Einzelhandelsgeschäfte umgewandelt. In den modernen schwarzwaldtypischen Geschäftsräumen wird nun schon seit vielen Jahren einer breiten internationalen Kundschaft die ganze Vielfalt an Schwarzwälder Kuckucksuhren angeboten. Ganz nach Familientradition sind Innovation und Zukunftsdenken dabei immer mit von der Partie. Nicht zuletzt deshalb ist das Haus der 1000 Uhren stets auf der Höhe der Zeit. 1996 haben meine Frau Rebecca und ich die Firma von meinen Eltern bekommen und übernommen und seither auch erheblich investiert und erweitert, genau so wie dies meine Eltern getan haben und die Generationen davor. Wir haben zwei Kinder und bereiten uns jetzt schon darauf vor, durch neuerliche Maßnahmen und Investitionen, die sich natürlich auch rund um den Schwarzwald und die Kuckucksuhr drehen, die Firma so vorzubereiten, dass auch die nächste Generation daran Interesse finden kann. Die Schwarzwälder Kuckucksuhr ist heute weltbekannt. Sie existiert seit über 300 Jahren. Sie zeugt von Sicherheit und Beständigkeit und einer gewissen Wärme, wie sie nur unsere Heimat bieten kann. Dieses Stück Heimatgefühl wollen wir in dieser schnelllebigen und kalten Zeit durch die Fortführung unserer Tradition und unseres Handwerks an Sie, liebe Kunden, weitergeben.